Ja, schönen guten Tag, meine Freunde. Ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge von Grundlagen der Volkswirtschaft. Für mich persönlich zählt das auf jeden Fall zu den Grundlagen, auch wenn es nicht in den Grundlagen beigebracht wird. Es geht nämlich heute um die sogenannten externen Größenvorteile bzw. die externen Skalenerträge. Ja? Und ich hatte ja schon ein separates Video zu den internen Größenvorteilen oder internen Skalenerträgen gemacht. Ich verlinke euch das auch hier im Video, damit ihr euch da nochmal drüber schlau machen könnt. Und das ist wirklich etwas, was in den Grundlagen dir erzählt wird. Nur der Punkt ist, du fragst dich dann natürlich, okay, wenn es interne Größenvorteile gibt, ne, dann muss es natürlich auch externe Größenvorteile geben. Also rein logisch betrachtet. Und die gibt es natürlich auch. Und die Frage stellt sich jetzt, okay, was ist das genau, ne? Was sind externe Größenvorteile? Also der Name sagt ja schon mal, dass es irgendwie nichts mit meiner eigenen Unternehmung speziell zu tun hat. Und so ist es auch. Externe Größenvorteile treten nämlich in Branchen auf, die erstens sehr, sehr groß sind, die zweitens in sehr viele kleine Teilbranchen zu unterteilen sind und drittens, die örtlich ansässig sind. Ja, also örtlich begrenzt ist, wenn man so will, die gesamte Branche ist örtlich begrenzt und die einzelnen Teilbranchen sind alle in nächster Umgebung, in nächster Nähe ansässig, so dass man sagen kann, okay, man hat hier im Prinzip ein, ja, wie soll ich sagen, eine Zone von Unternehmen, die alle der großen Gesamtbranche zugehörig sind, wo aber jedes Unternehmen, ja, seine spezielle Aufgabe letztlich erfüllt. Ja. Und das ist meistens eben in Branchen der Fall, wo es sehr, sehr komplex zugeht. In Branchen, wo ein einziges Unternehmen nicht in der Lage ist, wirklich sämtliche nun ja, Dienstleistungen und Aufgaben zu übernehmen. Beispiele sind beispielsweise Hollywood. Ja, Hollywood als Filmbranche ist örtlich begrenzt ansässig und da gibt es eine Vielzahl von Unternehmen, die da wirklich ganz kleine Aufgaben erfüllen, wo aber jedes Unternehmen seinen Zweck erfüllt und nicht, wie soll ich sagen, ja, wegzudenken ist. Und ein weiteres Beispiel wäre dann Silicon Valley. Ja, Silicon Valley ist jetzt die IT-Branche. Auch da haben wir natürlich, klar, wie der Name schon sagt, ein Tal, ja, in dem sich Firmen befinden und die sind alle der IT-Branche zugehörig, wo jedes Unternehmen wirklich seinen Part erfüllt. Ja. Und die Frage stellt sich jetzt, okay, das kann man so gesehen verstehen, lokale Begrenzung, Unternehmen sind wirklich regional ansässig. Wie entstehen jetzt aber diese externen Skalenerträge? Weil offenbar hat das ja nichts mit dem eigenen Unternehmen zu tun, dass sich die Kosten pro Einheit nun ja mit einer Mehrzahl von Produktion letztlich senken kann. Und man muss sich das folgendermaßen vorstellen, wenn ich doch jetzt in einer Branche bin, ja, die lokal begrenzt ist, wo ich weiß, okay, da sind viele Spezialisten am Werk, dann ist es für mich deutlich einfacher, zeitlich als auch von den Kosten her gesehen, Arbeitskräfte zu finden, die ich genau brauche. Ja, also bei der Arbeitskräftesuche entfallen mir deutlich viele, also deutlich Kosten. Es fallen weniger Kosten an, als würde ich jetzt versuchen, außerhalb dieser Region Fachkräfte für meine Aufgaben zu suchen. Und des Weiteren ist es ja auch so, dass schnell Abwerbungen entstehen können. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise jemanden Spezielles brauche und ich weiß, der arbeitet aber beim Unternehmen XY, weil man kennt sich da natürlich in so einer geografisch begrenzten Branche sehr, sehr gut, dann werbe ich den einfach ab und werbe sein Wissen automatisch mit ab. Ja? Und sein Wissen fließt dann in meinen Produktionsprozess mit ein, sodass meine Produktion wiederum effizienter wird. Und das Ganze geht natürlich hin und zurück, was dazu führt, dass die Branche effizienter wird, effektiver auch wird, ja? Also auch die richtigen Dinge macht und die richtigen Dinge besser macht, schneller macht, kostengünstiger macht, ja, und das sind externe Skalenerträge, ja, die dadurch im Prinzip entstehen, einfach, dass sich mehrere Unternehmen, ja, in ein und demselben geografischen Gebiet niederlassen. Und normalerweise würde man ja erstmal sagen, das ist ja nicht so wirklich toll, jetzt habe ich Konkurrenz direkt vor der Haustür, und in vielen Fällen ist das ja auch nicht gut, aber man kennt ja auch selber,
Beispiele des alltäglichen Lebens, wo man sagt, okay, da funktioniert es gut. Also wenn ich jetzt die Düsseldorfer Altstadt beispielsweise nehme, ja, wo ich viele Kneipen und Bars habe, da ist natürlich jeder der Konkurrent des anderen, aber gleichzeitig wären alle nicht so erfolgreich, wenn sie nicht in der Düsseldorfer Altstadt alle nebeneinander dicht an dicht, Tür an Tür ihre Restaurants, Bars, Clubs und was auch immer letztlich hätten. Also hier sieht man auch, hier habe ich eine lokal extrem stark begrenzte Branche, wenn ich jetzt mal nur die Düsseldorfer Altstadt nehme. Und ich kann hier ganz schnell abwerben und Fähigkeiten von Leuten ganz, ganz schnell letztlich auch in meinen Produktionsprozess mit einfließen lassen, wobei das Ganze natürlich nicht so wirklich komplex ist wie jetzt IT oder Film, aber trotzdem, ja. Und das nur einmal dazu. Ich wollte euch auch mal die externen Skalenerträge vorstellen, weil das auch eine Sache ist, die ja man nur wirklich erfährt, wenn man sich auf Außenwirtschaft spezialisiert. Und ich finde das schade, weil interne Größenvorteile kennt jeder, aber die externen halt nicht. Bis dahin, meine Freunde.